Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Snowpiercer, eine neue Serie auf Netflix in Amerika, das Ganze von TNT, jetzt schon die erste Folge ins Fernsehen gebracht. Netflix vermarktet oder veröffentlicht das Ganze weltweit und am 25. kommen die ersten zwei Folgen online und dann wöchentlich jeweils eine neue Folge. Es geht um den Snowpiercer, nicht den Film, weil der ist 15 Jahre nach dem Start des Zugs angesetzt und die Serie 7 bis 8 Jahre. Der Snowpiercer ist ein Zug, wo im Grunde die Menschheit abgebildet wird, denn nach einem weltweiten Krieg und der Klimaerwärmung ist die Erde so warm geworden, dass die Menschen versucht haben, sie wieder abzukühlen und das hat sich natürlich so krass umgeschwungen, dass so eine Art Eiszeit ausgebrochen ist und die Erde einfach auf mindestens minus 80 Grad Celsius kalt geworden, erfroren ist. Dementsprechend nur dieser Zug, der dauerhaft um die Erde fährt, ist die einzige Überlebenschance und da haben wir eben 1001 Waggon in drei Klassen unterteilt. Allerdings gibt es noch eine vierte Klasse, nämlich den Tail und das sind die, die kein Ticket hatten, sondern sich illegal auf diesen Zug beim Start Zugang verschafft haben. Verschiedene Charaktere werden hier beleuchtet. Auf der einen Seite Melanie Cavill, das ist die Chefin der Hospitalität, also die, die sich um die ganzen Passagiere kümmern. Und zusätzlich ist sie aber auch von Wilford, dem Erschaffer des Zuges, die Stellvertreterin. Auf der anderen Seite haben wir Layton, der ist im Tail ein Anführer und zusätzlich ist er aber auch Detective. Und als dann ein Mord im Zug passiert und natürlich keiner vorher dran gedacht hätte, irgendwie jemanden vom Morddezernat zu haben, ist er der Einzige, der da helfen kann. Dementsprechend wird er aus dem Tail rausgeholt, um den Mord aufzuklären. Das ist die Grundstory. Am Anfang geht es darum, aber es geht natürlich auch zu Beginn darum, aus dem Tail zum Beispiel auszubrechen, Rebellion anzustoßen, solche Sachen her. Man muss sagen, von der reinen Gesellschaftskritik ist der Film stärker als die Serie darin verankert. Der Film ist auch wesentlich besser inszeniert. Die Serie hat jetzt an vielen Stellen eher so Mini-Cliffhanger, die auf die Werbepausen in Amerika zugeschnitten sind, aber natürlich auf Netflix relativ sinnlos sind, weil wir da einfach einen schwarzen Screen kurz haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie natürlich nicht so ultra spannend inszeniert ist. Das ist eine Serie, die man eher einmal guckt und nicht wirklich öfter sich anschaut, aber sie macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt die ersten 10 Folgen schon gesehen und es ist spannend, wirklich an vielen Stellen. Von den Charakteren weiß man auch nie, auf welcher Seite ist man jetzt denn eigentlich. Zudem muss man auch sagen, die Schauspieler, ein paar bekannte Gesichter sind dabei, unter anderem Jennifer Connelly, das ist so das bekannteste Gesicht. Der Rest vom Cast ist eher so aus Film und Serie bekannt. Ein paar Gesichter hat man definitiv schon mal gesehen. Die machen alle einen relativ guten Job, wenn halt die Dialoge oftmals nicht so ganz schlau geschrieben sind, aber es ist trotzdem spannend, den einzelnen Charakteren zuzugucken. Insgesamt ist die von der Produktion her, die Serie, auch was zum Beispiel die CGI-Effekte angeht, nicht ganz so krass. Die Kamera ist oftmals eher Fernseh-like und nicht wirklich so wie im Film. Also der Film ist inszenatorisch wesentlich besser. Und zudem muss man sagen, ist die ganze Aufmachung nicht immer ganz nachvollziehbar, weil manchmal sind Waggons richtig breit und manchmal richtig schmal. Also die Kontinuität stimmt da nicht ganz, dass alles sozusagen in einem Zug stattfindet. Trotzdem macht es ultra viel Spaß zuzugucken. Ich habe mich auf jede neue Folge gefreut, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja, nach der 10. Folge muss ich sagen, wow, ich will definitiv wissen, wie es weitergeht. Dementsprechend, jeder, der ansatzweise auf diese Thematik Bock hat, kann sich das definitiv anschauen. Es ist eine Serie, die man einmal guckt, nicht unbedingt zweimal, aber vielleicht ändert sich das ja mit der zweiten Staffel. Dementsprechend 3 von 5 Punkten, eine Empfehlung, kann man sich definitiv angucken. Wöchentlicher Release jetzt, geht doch ganz gut rein. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! I'm gonna go get some more.